Wir wollen uns auch bedanken für die Einladung. Was wichtig ist, um zu verstehen nochmal, was in Afrin passiert ist, ist, dass man diesen Kanton nicht isoliert betrachtet, sondern die Region als Ganzes im Blick hat. Also deswegen auch nochmal so die Karte im Hintergrund für euch zum Überblick, weil man kann im Endeffekt nicht verstehen, was heute in der Türkei passiert, was in Syrien passiert, im Irak, im Iran, im Endeffekt im ganzen Nahen und Mittleren Osten, wenn man die Region nicht zusammenhängend betrachtet. Also die Türkei isoliert zu betrachten, wäre ein Fehler. Man kann nicht verstehen, was heute dort passiert. Genauso schwer ist zu verstehen, was in Syrien, in Nordsyrien bzw. in Afrin passiert, wenn man die Region nicht als Ganzes betrachtet. Und historisch gesehen muss man eigentlich so um die 100 Jahre zurückgehen, um zu verstehen, warum diese Region heute sich in so einer krassen Krise befindet und warum die heute im Endeffekt auch ein Zentrum der Krise des Kapitalismus ist, also ein Zentrum einer globalen Krise ist. Vor 100 Jahren waren wir im Endeffekt in einer historischen Phase, die einige Parallelen aufweist zu heute. Und zwar wurde vor 100 Jahren der Mittlere Osten neu geordnet. Als Ergebnis des Ersten Weltkrieges wurde das nationalstaatliche Paradigma in dieser Region eingeführt. Also die Idee, sich zentralistisch, monopolistisch entlang homogener Kulturen zu organisieren, das war eine Idee, die dem Mittleren Osten bis dahin relativ fremd war. Also das Paradigma des Nationalstaates ist ja was sozusagen sich in Europa historisch entwickelt hat und sich dann in der Welt ausgebreitet hat. Und vor 100 Jahren haben sozusagen die imperialistischen Mächte die Chance gesehen, beziehungsweise auch den Bedarf gesehen, diese Region so neu zu ordnen, entlang eben auch dieses nationalstaatlichen Paradigmas, dass man dieser Region Herr werden kann und sie im Endeffekt ja noch intensiver und besser ausbeuten kann. Und da gab es natürlich auch imperialistische Widersprüche, deswegen auch, daraus haben sich auch gewisse Grenzziehungen ergeben, also dass dann Syrien eben eher französisches Einflussgebiet war, der Irak britisches Einflussgebiet. Aber das ist ganz wichtig zu sehen, dass sozusagen vor 100 Jahren ein Organisationsprinzip dieser Region aufgezwungen wurde von Seiten imperialistischer Mächte, was dieser Region selber bis dahin relativ fremd war und worauf sich aber dann in der Region selbst eine eigene Dynamik ergeben hat. Diese Nationalstaaten, die damals entstanden sind, zum Beispiel die Türkei 1923 gegründet, sind halt heute in einer massiven Krise. Also man kann eigentlich sagen, dass sich sozusagen das nationalstaatliche Paradigma heute im Mittleren Osten in einer Krise befindet. Die Menschen, die Kulturen, die Völker, die Religionen lassen sich nicht mehr entlang der Grenzen kontrollieren und regieren, die vor 100 Jahren gezogen wurden. Das heißt, diese Grenzziehung hat sehr, sehr krass die Widersprüche in der Region verstärkt, vertieft, intensiviert, sodass sie heute an einem Punkt sind, wo halt das Ganze auch von innen heraus wackelt und natürlich in Kombination mit einer Intervention von außen, also vor allem ne, einer amerikanischen Intervention, aber auch, es sind ja eigentlich alle globalen Mächte heute, ob es Europa ist, China, Russland, sind alle in der Region aktiv, die praktisch versuchen, diese innergesellschaftlichen Widersprüche im Mittleren Osten auszunutzen, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Und in dem Rahmen kann man sagen, dass sozusagen mit dem Zusammenbruch des Realsozialismus gerade die USA einerseits die Chance, aber auch den Bedarf gesehen haben, diese Region nach eigenen Interessen umzugestalten, also dem sogenannten Greater Middle East Project. Und ich denke, mit dem zweiten Golfkrieg, also der Intervention 1991 im Irak, kann man sagen, hat das dann sehr, sehr konkrete Ausmaße angenommen und das dauert bis heute an. Die Frage ist natürlich, ob die USA das, ob es alles so gelaufen ist, wie die USA sich das vorgestellt hat, das kann man bestimmt verneinen. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass aktiv seit 3 Jahrzehnten versucht wird, diese Region komplett umzugestalten. Daher der Krieg, daher das Chaos, daher die Fluchtbewegungen, die wir alle hier mitverfolgen, die auch immer wieder hier in den Medien thematisiert werden. Was vielleicht nicht so stark thematisiert wird, beziehungsweise was wir immer versuchen, als Öffentlichkeitsbüro auf verschiedenen Veranstaltungen klarzumachen ist, es gibt nicht nur Krieg, Chaos und Flucht, es findet auch eine Revolution im Mittleren Osten statt. Und das, was heute in Rojava, also in Nordsyrien, stattfindet, verstehen wir als Revolution, das heißt sozusagen als paradigmatischen Umbruch so von gesellschaftlichen Verhältnissen.
Dort wird heute versucht, im Rahmen eben der Demokratischen Föderation Nordsyrien die Gesellschaft entlang der Ideen des demokratischen Konföderalismus zu organisieren. Also eines Projekts, das Abdullah Öcalan vorgeschlagen hat, das entwickelt wurde auf Grundlage der 4 Jahrzehnte Widerstandsgeschichte der PKK. Und entlang dieser Ideen, also der 3 Säulen der Basisdemokratie, der Frauenbefreiung und der Ökologie, wird versucht, dort vor Ort sozusagen eine Alternative zu dem Chaos, aber auch eine Alternative zu diesem 100 Jahre alten Modell, das dem Mittleren Osten aufgezwungen wurde, anzubieten. Und da, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie gut ihr euch mit dem Projekt auskennt, also in aller Kürze ist halt der Ansatz, dass man die Gesellschaft dazu befähigt, sich selber zu verwalten und selber zu verteidigen und dabei versucht, auf eine staatliche, nationalstaatliche Organisierung zu verzichten. Also es wird versucht, jegliche Machtmonopolisierung, jegliche unnötige Hierarchie zu vermeiden, abzubauen und sich sozusagen basisdemokratisch zu organisieren. Das ist ein Versuch. Immer wieder, wenn wir zu Veranstaltungen kommen, wird dann gesagt, naja, ihr stellt das so positiv dar, redet mal über die Widersprüche. Es gibt hunderte Widersprüche. Ich denke, was Rojava oder die Demokratische Föderation Nordsyrien auszeichnet, ist nicht die Idee, weil die Idee ist alt, die Idee wurde auch in Europa immer wieder umgesetzt, sondern diese Region zeichnet sich dadurch aus, dass diese Idee heute praktisch umgesetzt wird. Also in einem großen Umfang sozusagen. Also Millionen von Menschen leben in Nordsyrien. Das sind Kurdinnen und Kurden, Araberinnen und Araber, Tscherkessen, Assyrerinnen, Esiden, Aleviten, Turkmenen, also die unterschiedlichsten Glaubensrichtungen und Völker, die sich dort organisieren. Und dieser Ort ist mittlerweile auch eine Zufluchtsstätte sozusagen für viele Menschen aus Syrien. Also gerade in Afrin sind mehrere hunderttausend Menschen einfach hingeflohen im Laufe des Krieges in Syrien der letzten Jahre. Und weil es eben ein relativ friedlicher und sicherer Ort war und heute auch noch ist, sozusagen die Demokratische Föderation Nordsyrien. Aber man muss auch sagen, dass sozusagen Afrin als Teil dieser Demokratischen Föderation Nordsyrien, als Teil dieser Revolution natürlich auch massiven Angriffen ausgesetzt war und ist. Diese Angriffe, die jetzt im Januar so massiv begonnen haben von der Türkei, die dauerten eigentlich schon 6 Jahre an. Also seit 2012 gab es immer wieder Angriffe von der Türkei, aber auch befreundeten islamistischen Gruppen auf Afrin, insbesondere auch auf esidische Dörfer entlang der Grenze zur Türkei. Diese Angriffe wurden von der YPG und YPJ halt zurückgeschlagen. Und in dem Rahmen war es möglich, halt in Afrin dieses Projekt der Selbstverwaltung und Selbstverteidigung umzusetzen und aufzubauen. Was nach allem, was man aus der Region liest, was man von Leuten hört, die dort waren, relativ erfolgreich gelungen ist. Und dieses Projekt ist natürlich einerseits, wenn man es global betrachtet, weil es eben eine Alternative zu der herrschenden Ordnung darstellt und weil es auch eine Alternative zu dem Chaos darstellt, was im Endeffekt im Moment in der Region fabriziert wird. Es ist ja nicht so, dass wir aus Europa, aus den USA, aus Russland oder so konstruktive Vorschläge für eine Lösung der Krise hören. Also niemand hat ein Modell anzubieten für die Region. Man redet vielleicht über Waffenstillstände und über Einflusszonen, aber wie konkret die Menschen dort leben sollen, wie die Gesellschaft sich organisieren soll, sagt niemand. Die kurdische Bewegung macht eben einen Vorschlag mit dem demokratischen Konföderalismus. Und in dem Sinne ist natürlich Afrin vielleicht so das schwächste Glied in der Region gewesen, das Teil dieses demokratischen Konföderalismus ist, weil der Kanton isoliert war. Deswegen wurde Afrin halt angegriffen. Afrin wurde, ich glaube, die Angriffe haben am 20. Januar diesen Jahres angefangen, habt ihr wahrscheinlich alle mitverfolgt und haben ungefähr 2 Monate angedauert. Es gibt natürlich neben der Dimension, dass dort ein anderes System aufgebaut wird, auch Motivationen der regionalen Akteure, insbesondere der Türkei. Also man muss akzeptieren, denke ich, dass die Türkei ist ein Staat, der auf einer kurdenfeindlichen Ideologie basiert. Also mit der Staatsgründung, eigentlich 2-3 Jahre nach der Staatsgründung, hat es angefangen, dass die Türkei als vitales Staatsinteresse definiert hat,
Kurdinnen und Kurden ihre Identität und ihre politischen, kulturellen und sozialen Rechte abzuerkennen. Man hat die Kurdinnen und Kurden sozusagen als Bedrohung wahrgenommen, definiert und gesagt, wir müssen ja, sie loswerden, damit wir den Zusammenhalt unseres Staates organisieren können. Und auf der Grundlage verfolgt die Türkei heute halt auch eine massive Kriegspolitik in der Region. Also das ist in Nordsyrien interveniert sie. Sie interveniert im Moment sehr intensiv im Nordirak. Ich weiß nicht, ob ihr das mitverfolgt. Versucht dort eben, hat schon Teile des Nordiraks besetzt und versucht im Endeffekt nach Kandil zu kommen, wo die PKK eben eine sehr wichtige Basis hat. Und die Angriffe auf Afrin haben eben am 20. Januar begonnen. Das war einerseits die türkische Armee mit zahlreichen islamistischen Gruppen, also Tausenden von islamistischen Kämpfern. Das sind einerseits Al-Nusra gewesen, also Al-Qaida-Ableger. Das sind viele, viele ehemalige Kämpfer des Islamischen Staates gewesen, die da eben unter neuer Fahne gekämpft haben. Und ich denke, ihr habt alle viel in den Medien verfolgt. Was man vielleicht kurz dazu sagen kann, ist, die Türkei hat alle militärischen Mittel, die sie hatte, eingesetzt, um diesen Kanton einzunehmen. Also es wurde ja ein sehr, sehr massiver Widerstand geleistet. Die Zivilbevölkerung ist sehr lange im Kanton geblieben. Es waren tausende bewaffnete Kräfte dort, die dort gekämpft haben und im Endeffekt auch einen Widerstand geleistet haben, der die Türkei sehr überrascht hat. Also ein Indiz dafür ist, dass es Berichte darüber gab, dass während dieser Intervention, ungefähr einen Monat danach, während sie lief, eine Delegation des türkischen Staates auf die Gefängnisinsel İmralı gefahren ist, also zu Abdullah Öcalan, der unter Totalisolation steht seit 3 Jahren, da wird gar nicht mehr verhandelt, und hat wohl zu ihm gesagt, mach eine Erklärung, damit der Widerstand aufhört. Öcalan hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Und daraufhin wurden die Angriffe nochmal intensiviert. Diese Angriffe liefen vor allem über die Luft und die Artillerie. Also es wurde im Endeffekt massiv bombardiert, auch sozusagen bevor man überhaupt in Dörfer reingegangen ist. Und dieser Krieg wurde eigentlich durch eine technische Überlegenheit gewonnen. Ohne die Erlaubnis Russlands, die Luftwaffe einzusetzen, hätte die Türkei diesen Krieg weder angefangen, noch hätte sie ihn gewonnen. Das muss man ganz klar sagen. Das wurde auch während der Phase immer wieder so benannt. Das heißt, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass dieser Krieg wurde zwar unmittelbar von der Türkei und den islamistischen Gruppen ausgeführt, aber er war eigentlich ein Krieg aller internationalen Mächte gegen dieses Projekt und gegen diesen Kanton. Also Russland hat halt vor allem dadurch, dass es den Luftraum, den syrischen Luftraum geöffnet hat, eine Erlaubnis gegeben. Die Amerikaner haben es getan, indem sie gesagt haben, alles westlich des Euphrats interessiert uns nicht. Also alles westlich von Kobane ist nicht unser Einflussgebiet, da können wir nichts machen. Es wurden italienische Kampfhubschrauber eingesetzt und natürlich hat auch Deutschland eine Riesenrolle gespielt. Ihr wisst alle, welche Waffen da wahrscheinlich im Einsatz waren, also von den Leopard 2 Panzern, das sind 700 Stück, die Türkei mittlerweile hat, bis zu Waffen von Heckler & Koch oder Mercedes. Also es gab so einen ganz interessanten 10-minütigen Beitrag von Monitor, glaube ich, bei ARD, wo man im Endeffekt gesehen hat, dass sogar in amerikanischen Panzern deutsche Motoren drin stecken. Also ohne diese Waffen hätte dieser Krieg auch nicht stattfinden können. Ohne das politische Stillschweigen hier hätte dieser Krieg nicht stattfinden können. Ohne die Hermes-Bürgschaften, ohne die 6.800 deutschen Unternehmen, die in der Türkei Geschäfte machen. Also all diese Beziehungen, denke ich, sind uns allen bewusst. Und man muss vielleicht dafür nochmal ganz kurz verstehen, dass die deutsch-türkischen Beziehungen haben mindestens 150 Jahre Geschichte. Das sind sehr, sehr strategische Beziehungen. Und ich denke, man kann sagen, dass die Deutschen, also der deutsche Staat, sich seinen Einfluss im Mittleren Osten und im Endeffekt darüber hinaus bis nach Südostasien seit 150 Jahren versucht, durch eine strategische Partnerschaft mit der Türkei zu sichern. In dem Sinne hat Deutschland natürlich diesen Krieg unterstützt und wird auch den nächsten unterstützen. Davon war ja auch nie jemand überrascht. Wir haben natürlich dagegen demonstriert, um darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, wir akzeptieren das nicht, das ist falsch. Aber ich denke, niemand aus der Bewegung oder politische Beobachter waren überrascht über die Rolle, die da Deutschland gespielt hat. Es war vielleicht eher eine Phase, wo nochmal Masken gefallen sind, wo man jetzt ganz klar sagen kann, okay, also viel deutlicher wird es nicht mehr. Die Verhältnisse sind klar und dementsprechend man auch seine Politik ausrichten kann. Und deswegen war es natürlich umso wichtiger, also der deutsche Staat war sehr entschlossen, was diesen Krieg angeht.
Er ist es auch im Endeffekt seit Bestehen der PKK. Aber deswegen war es natürlich umso wichtiger zu sehen, dass hier die solidarische, also die Solidarität auch ein neues Ausmaß angenommen hat. Interessanter Punkt, den du ansprichst, weil einer, also die kurdische Bewegung hat natürlich auch die Afrin-Phase analysiert. Und während dieser Phase hat vor allem Europa und Südkurdistan eine sehr, sehr wichtige Rolle gespielt. Weil in Nordkurdistan, also im türkischen Teil, kam es zu ganz wenig Demonstrationen, weil es einfach nicht möglich ist, dort im Moment auf die Straße zu gehen. Und in Rojava selber gab es natürlich riesige Demonstrationen. In Afrin, also der 8. März zum Beispiel, wurde in Afrin gefeiert in der Region. Und eine Bewertung, das was Positives, was wir an der Afrin-Phase sehen können, ist, dass die Solidarität, die hier zum Beispiel in Deutschland war, ideologischeres Niveau erreicht hat als zum Beispiel während der Kobane-Phase. Ne? Also in der Kobane-Phase, glaube ich, sind auch viele nochmal neu auf dieses Thema aufmerksam geworden oder haben auch ein altes Engagement, was sie früher hatten, ist vielleicht nochmal neu erweckt worden. Man hat angefangen, sich damit auseinanderzusetzen. Was wir während der Afrin-Phase erlebt haben, war, dass viele für sich schon viele grundlegende Fragen geklärt hatten. Also viele wussten, wofür Rojava steht. Einige waren auch schon da gewesen, viele haben Freundinnen und Freunde, die da waren. Viele lesen, das heißt, und viele wissen auch, was der demokratische Konföderalismus ist und gehen deswegen auf die Straße. Nicht, weil da gegen den islamischen Staat oder gegen ein faschistisches Regime nur gekämpft wird. Das ist natürlich was sehr, sehr Positives und das hat damit zu tun, ne, was du sagst, dass sozusagen diese Auseinandersetzung damit stattfindet, mit den ideologischen Fragen, was wird dort wirklich aufgebaut. Interessant ist natürlich die Frage, das ist auch eine Frage, die ich euch stellen würde, ihr habt ja, da habt ihr bestimmt auch Meinung zu, wie weit sind wir damit, dieses Projekt, was dort passiert, also die ideologischen Fragen, die dort aufgeworfen werden, mit hier zu verbinden? Weil ich kenne das mit vielen Freundinnen und Freunden aus der Praxis, dass auf jeden Fall gesagt wird, ja, das, was dort passiert, ist wichtig für uns hier. Wir müssen das für hier neu denken, weil so wie da werden wir das nicht machen können. Aber ich glaube, das wurde noch nicht praktisch angegangen, ne? Dieses Riesenprojekt, sozusagen den demokratischen Konföderalismus für hier zu denken und auch zu tun. Die Art und Weise, wie wir analysieren sollten und diskutieren sollten, ist ja immer mit dem Ziel, dass wir was daraus ziehen, um unsere Praxis zu verbessern. Ne? Also es geht nicht darum, Recht zu behalten, den einen auszuboten, sondern das ist auch die Frage, die sich die Bewegung immer wieder stellt. Was haben wir getan, was haben wir gut gemacht und wo haben wir Fehler gemacht, die ja für die kurdische Bewegung ganz konkret Tausende von Toten bedeutet. Also in Afrin sind 1000 Freundinnen und Freunde gefallen. Und zwar nicht nur Kurden und Kurden, sondern auch Anna Campbell und Internationalistin. Also deswegen, da geht es ja um sehr, sehr, da geht es um Menschenleben sozusagen. Und es geht um einen Hoffnungsort, ja, dessen ist sich die Bewegung auch bewusst, dass sozusagen das, was heute in Nordsyrien passiert, aber auch in den anderen Teilen Kurdistans, ja vom System her, von der Idee her sehr, sehr wichtig ist für Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, zum Beispiel für uns hier, die hier in diesem Raum sitzen. Deswegen denke ich, die Frage, mit wem arbeitet man im Mittleren Osten zusammen, ist eine wichtige Frage. Das ist eine Frage, die sich nicht nur die deutsche Linke stellt, sondern die kurdische Bewegung auch und alle, die dort in dieser Region aktiv sind. Diese Frage stellen sich auch die Staaten. Also ich meine, ist ja eine, in so einem Chaos sind alle dazu gezwungen, Bündnisse einzugehen. Ob es die Türkei ist, ob Syrien ist, ob es die USA ist, ob es Russland ist oder ob es die PKK ist. Das heißt, alle gehen Bündnisse ein und du bist im Endeffekt mit einer Situation, so geopolitisch betrachtet, konfrontiert, wo das, du kannst nicht sagen, ich arbeite mit denen zusammen und zwar von Anfang bis zum Ende und überall. Im Mittleren Osten arbeitest du im Moment an einer Stelle mit einer Kraft zusammen und an der anderen Stelle bekriegst du diese Kraft. Also du kannst in Mosul mit ihr zusammenarbeiten, da arbeitet der Iran und die USA haben dort zusammengearbeitet und 200 Kilometer weiter auf syrischem Gebiet bekämpfen sich diese Kräfte. Das ist eine Realität. Also die kann man gar nicht wegreden. Auch jetzt kann man auch ideologisch nicht wegreden. Mit dieser Situation geht die PKK um. Die PKK hat eine 40-jährige Erfahrung mit dem Kampf gegen den Imperialismus und hat, glaube ich, und das ist ja nicht nur die PKK, das ist sozusagen auch das kurdische Volk oder die Völker der Region, die sehr, sehr reale, praktische Erfahrungen mit den Konsequenzen von Bündnispolitik gemacht haben. Ja? Also die Kurden und Kurden sind heute an dem Punkt, an dem sie sind, weil sie vor 100 Jahren falsche, taktische Bündnisse eingegangen sind mit den Briten und mit sonst wem. Und in diesem Bewusstsein geht die PKK und zum einen, aber auch geht die Demokratische Föderation Nordsyrien taktische Bündnisse ein. Ich denke, dass ihr vielleicht auch zum Teil diese Diskussion verfolgt habt,
also dass zwischen taktischen und strategischen Bündnispartnern unterschieden wird. Während der Afrin-Phase hat Rıza Altun, das ist ein Mitbegründer der PKK, auch ein sehr ausführliches Interview ausgegeben. Ich glaube, ihr habt es da hinten noch auf dem Tisch liegen, ne? Diese rote Broschüre, oder? Ja, genau. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch die gerne mal nachher mitnehmen, wo er genau auf diese Fragen auch eingeht. Und er sagt, es gibt mehrere Fehler. Zum Beispiel auch aus unserem eigenen, also aus unserem eigenen Kreis, der kurdischen Bevölkerung in Europa, wurde gesagt so, ja, die Amerikaner haben uns verkauft, die Russen haben uns verkauft. Und dann dieser komische Satz, die Kurden haben nur Freunde, die Berge als Freunde. Das sind so Phrasen, die dann immer wieder rausgeholt werden. Das ist alles, Rıza Altun sagt im Endeffekt, wie kann uns jemand verkaufen, dem wir nichts verkauft haben? Also wie kann dich jemand verraten, mit dem du kein strategisches Bündnis eingegangen bist? Weil, was man glaube ich sehen muss, ist, dass diese taktischen Bündnisse in Syrien im Moment eine militärische Dimension haben und nicht mehr und nicht weniger. Das ist natürlich eine wichtige Sache, ne? Militärisch wird dort gerade viel entschieden, aber was ist mit dem Sozialen, mit dem Kulturellen, mit dem Politischen, mit dem Ökonomischen? Auf diesen Gebieten steht man im Widerspruch zu den Kräften, mit denen man militärisch zusammenarbeitet oder ideologisch. Und in dem Sinne sagt die Bewegung zum Beispiel ganz klar, ja, wir gehen taktische Bündnisse ein, mit allen, mit denen wir taktische Bündnisse eingehen wollen. So. Und wir trauen uns selber zu, aufgrund unserer Widerstandspraxis und unserer Erfahrung, dass wir da richtige Entscheidungen fällen. Aber unsere strategischen Bündnispartner sind die demokratischen Kräfte dieser Welt. Und da sind wir wieder bei uns. Ne? Auch eine Frage, die wir während der Afrin-Phase sehr konkret diskutiert haben, im Rahmen des Afrin-Widerstandskomitees, was sich hier in Berlin gegründet hat, ist immer, okay, wir sind der strategische Bündnispartner, die Gruppen, die hier an einem Tisch sitzen, wozu sind wir in der Lage? Also wir sind nicht in der Lage, die Waffenexporte zu verhindern. Wir sind nicht in der Lage, Millionen von Menschen hier auf die Straße zu bringen. Wir sind nicht in der Lage, die Bundesregierung dazu zu drängen, diplomatischen Druck aufzubauen. Dazu sind wir nicht in der Lage, das müssen wir anerkennen. Wir sind schwach oder zu schwach, um all das zu tun, was notwendig wäre. Also was können wir dann anbieten? Und das, was wir gemacht haben während dieser Phase, waren, ne, waren symbolische Blockaden. Es gab große Demonstrationen, was wichtig war. Es wurde gelesen und diskutiert. Es wurde gemeinsam über eine Organisationsperspektive diskutiert und es gab militante Aktionen. Also auch ein breites Feld so von Sachen. Aber damit sagt ja die Bewegung sozusagen, okay, ihr seid unsere demokratischen Bündnispartner, wie wollen wir zusammenarbeiten? Was können wir euch anbieten, was könnt ihr uns anbieten? Und das ist eine Frage, die wir ja diskutieren müssen und worauf wir praktische Antworten geben müssen. Also was vielleicht eine gute Quelle ist, wo man, weil ich würde dir zustimmen, in den Medien liest du total wenig, das ist Wahnsinn. ANF Deutsch ist ja eine kurdische Nachrichtenagentur, ANF. Ja. Die mittlerweile eben auch auf Deutsch übersetzt wird und dort kommen also täglich Agenturmeldungen aus der Region auch. Aber du hast recht, es gibt gemessen an dem, was dort im Moment passiert, relativ wenig Nachricht. Also was man sagen kann, ist halt, dass Afrin komplett besetzt ist, sowohl von islamistischen Gruppen als auch von türkischen Soldaten. Es wurden mittlerweile, es gibt unterschiedliche Berichte, über 1000 Kämpfer plus Familie, also islamistische Kämpfer aus Ghouta, aus den verschiedenen islamistischen Regionen, die jetzt vom Regime halt dann erobert wurden, wurden nach Afrin dort angevölkert. Es gibt alltäglich Entführungen. Es gibt mittlerweile so eine Art Entführungsindustrie eigentlich in Afrin. Also das sind auch Sachen, die ich von Freundinnen und Freunden, die jetzt hier sind und die Familie in Afrin gehört habe, dass sozusagen so Szenen passieren wie, du brauchst was aus deinem Haus, in dem Dorf, aus dem du geflohen bist. Du schaffst es irgendwie über Kontakte an die arabische Familie, die mittlerweile in deinem Haus wohnt, die zu kontaktieren und zu sagen, ey, ich brauche das und das aus meinem Haus. Und die sagen, ja, wir haben das, aber gib uns so und so viel Geld. Da wird Geld verdient mittlerweile. Mit Entführungen, es werden immer wieder auch Dutzende von Frauen entführt und vergewaltigt. Also du hast im Endeffekt das, was in Schengal passiert ist, an den Jesidinnen und Jesiden, hast du heute in Afrin. Und du hast aber auch einen weitergehenden Widerstand. Also die YPG und die YPG organisiert sich dort eben in Form von Guerilla-Einheiten, die immer wieder Aktionen auch machen. Unmittelbar nach dem Beginn der Besatzung war das fast alle zwei Tage, alle drei Tage gab es dort militärische Aktionen, mittlerweile alle paar Tage. Die Meldungen kommen halt immer nur so gebündelt alle paar Wochen raus.
Das ist die Realität. Die Realität ist auch, dass die Türkei eben einen eigenen Gouverneur benannt hat. Also sie organisatorisch tut sie vieles dafür, um Afrin der Türkei anzuschließen. Es wurden Wahlberechtigungsscheine in Afrin verteilt für die Wahlen jetzt in der Türkei. Genau, all das passiert dort vor Ort. Und die Bevölkerung in Afrin, es sind einige 10.000 Zivilistinnen und Zivilisten zurückgeblieben, die entweder nicht fliehen wollten oder nicht fliehen konnten. Und es sind um die 200.000 Menschen in der Region Shebba. Das ist sozusagen ja, ein Zipfel, der ehemals zum Kanton Afrin gehört hat, sind dorthin geflohen. Es war gerade eine Frauendelegation dort, die auch zum Beispiel vor 2 Tagen in Zielonagora eine Veranstaltung dazu gemacht hat und sehr, sehr gut darüber berichten kann, wie die Lage in Shebba ist. Und dort organisieren sich halt die Geflüchteten unter sehr, sehr prekären Bedingungen selber. Was die Frauendelegation berichtet, ist, dass die Selbstorganisierung wahnsinnig gut klappt in den Camps, aber natürlich ist riesige Gefahren gibt von Epidemien, also die gesundheitliche Organisationslage ist sehr, sehr schwer. Und da wird vor allem vom kurdischen Roten Halbmond halt im Moment viel Solidarität organisiert oder von Medico. Das ist sozusagen die Lage gerade ganz aktuell in Afrin. Wie das weitergeht, ob die Türkei damit wirklich was gewonnen hat oder verloren hat, da gibt es jetzt unterschiedliche Bewertungen. Ne? Muss man gucken, wie sich das dann in der Region entwickelt. Also ich selber habe an zwei Delegationen nach Kurdistan teilgenommen und das ist was, worüber wir waren zum Beispiel in Südkurdistan, also im Nordirak, in Mahmud. Das ist ein selbstverwalteter Ort, der seit 1998 besteht, wo im Endeffekt Menschen, das sind Geflüchtete aus einem anderen Teil Kurdistans, die gesagt haben, wir wollen nicht in die Metropolen, wir wollen nicht nach Europa, wir bleiben in Kurdistan. Die haben selber einen Ort aufgebaut. Und dort haben wir tagelang diskutiert über die Lage in Europa im Endeffekt. Wir haben darüber diskutiert, in welchen, also uns wurden Fragen gestellt, was für Kämpfe führt ihr? Welche Beziehung habt ihr zu eurer Gesellschaft? Worum geht es in euren Kämpfen? Warum seid ihr so schwach? Warum nennt ihr euch links? Warum lacht ihr, wenn wir Revolution sagen? Also so ganz konkrete Fragen. Und das Interessante war, dass natürlich also Antworten von den Delegationsteilnehmern und Teilnehmern wurden gehört und wurden diskutiert, aber die Bewegung hat ja auch Analysen zu Europa und sagt, na, wir glauben, ihr seid in der Lage, weil ihr das und das tut. Das heißt, man kann eigentlich dort, man hat mit, also die Kräfte, die das machen in Nordsyrien, sind Kräfte, die sehr offen sind für Gespräche, ne? Also wo andauernd Delegationen fahren. Es gibt ja auch mittlerweile die internationalistische Kommune in Rojava, wo ständig Internationalisten sind und eigentlich eine Infrastruktur aufgebaut haben für Bildung, für Austausch und so. Es finden hier in Europa Bildungen statt mit Internationalisten aus der ganzen Welt und so, wo genau darüber diskutiert wird. Also sich auch erstmal darüber ausgetauscht wird, wie ist denn die Lage überhaupt bei euch? Weil man ja ganz wenig auch voneinander weiß. Also selbst wir in Berlin, ne? Ich glaube durch dieses Afrin-Widerstandskomitee haben sich ganz viele Gruppen erstmal kennengelernt, die sich sonst nie richtig begegnet sind und wissen jetzt, aha, die machen das, wir machen das. So, macht Sinn, dass wir an einem Tisch sitzen. Und global gesehen ist das nicht anders, die Lage. Also deswegen kann man, glaube ich, wir haben ein Problem, dass wir Sachen oft sehr negativ betrachten und die kurdische Bewegung lädt uns immer wieder dazu ein, die Sachen positiver zu betrachten. So. Und ich glaube deswegen, in dieser Afrin-Phase haben wir tatsächlich sehr, sehr viel gewonnen. Also wir haben viel gewonnen. Wir haben diesen Krieg nicht verhindert und dafür, glaube ich, empfinden viele von uns Scham und Trauer und auch eine Wut. Aber wir haben halt ganz viel, worauf wir gerade für diese Frage von Organisierung so anknüpfen können, ne? Was in den nächsten Jahren bestimmt passieren wird, das konkret ist uns. Medien, also eigene Fernsehsender, die von Europa aus senden, die werden hier geguckt und in Kurdistan geguckt. Und ich kann euch zum Beispiel konkret sagen, dass ich glaube, es war der 4. Februar, wo wir eine große Demo durch Kreuzberg gemacht haben, vom Oranienplatz, und da wurde sozusagen im Fernsehen, also was hier lief und in Kurdistan, wurde einerseits die große Demo in Kobane und parallel dazu die große Demo in Berlin übertragen. Ne? So wurde das in Kurdistan gesehen. Und das ist genauso, wie du sagst. Das hat den Menschen sehr, 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 sehr viel Kraft gegeben. Wir wollen uns nochmal bedanken für die Einladung und auch, dass ihr sagen, eure Perspektiven, auch eure Kritik geteilt habt. Ich denke, wir könnten noch viel länger diskutieren. Wir sind auch noch hier. Also wenn ihr auf uns zukommen wollt oder untereinander diskutieren wollt, lasst uns weitermachen. Ansonsten bedanken wir uns nochmal für die Einladung und sehen uns wahrscheinlich auf der nächsten Demonstration, die garantiert kommen wird, weil die Angriffe auf Südkurdistan werden sich verschärfen. Das ist absehbar, dass die nächste intensive Kriegsphase im Laufe dieses Jahres wieder kommen wird. Ja.